Der wohl wichtigste Tag der Woche naht, nämlich der Freitag. Und das ist in dem Fall nicht unbedingt nur auf das anstehende Wochenende bezogen, sondern tatsächlich auf das, was uns erwartet, nämlich die US-Arbeitsmarktdaten. Die sind ja sowieso schon nicht so wenig interessant für all diejenigen, die auf den Markt gucken. Aber in dem Fall noch umso mehr, weil die Fed ja schon angekündigt hat, mit allen voran, Jerome Powell, der gesagt hat, haha, die Arbeitsmarktdaten, die sind für uns wirklich, wirklich relevant, wenn es darum geht, ob wir eines Tages Tapering wirklich machen wollen oder nicht. Der Markt stiert auf genau diese Geschichte, denn das kann maßgeblich den Markt bewegen, sollte, dürfte, wird wohl den Markt maßgeblich bewegen. Denn wenn die Marktdaten zu schlecht sind, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dann wird nämlich Tapering fortgesetzt. Sind die Arbeitsmarktdaten zu gut, dann ist die Sorge wahrscheinlich schnell da. Ui, ui, er hat doch gesagt, Vollbeschäftigung, wir sind auf dem richtigen Weg dahin. Fangen Sie jetzt doch vielleicht früher an. So, was wird bis dahin noch passieren? Naja, ich weiß nicht, so große Einflussfaktoren gibt es da eigentlich im Vorfeld aktuell zumindest mal nicht. Vielleicht ist das dieses Rumeiern noch bis in den morgigen Tag hinein. Aktuell sehen wir das ja, dass wir in dieser übergeordneten Sicht hier in der Korrektur sind. Im Moment geht es jetzt gerade mal nach oben. Also für diejenigen, die jetzt kurzzeitig mal mit dabei sind, ganz kurz im Markt, ist das vielleicht noch mal was gewesen. Aber so richtig den Eindruck für irgendeine Richtungsentscheidung, ihr seht, das ist ein schöner Schub hoch, klasse, aber auch ebenso stark runter. Man kann fast den Eindruck haben, naja, es geht hoch, aber ist das nicht auch schon fast wieder wackelig? Allerdings, die Trigger hierfür werden auf der Unterseite, das ist ein bisschen arg weit weg aus meiner Sicht. Naja, gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich vermute, dass viele Marktteilnehmer sich auch nicht so großartig mehr aus dem Fenster lehnen wollen vorher und sich da einfach ein bisschen mehr zurückhalten. Allerdings haben wir ja auch noch die Earnings Season und das kann natürlich weiterhin noch ein bisschen den einen oder anderen Titel bewegen und je nachdem, wie schwergewichtig das Ganze ist, dann natürlich auch den Gesamtmarkt. Also das ist ja auch noch da. Also es geht ja nicht nur um den Gesamtmarkt per se, gemessen an den Indizes, sondern ja auch noch an den Einzeltiteln. Beim S&P 500 sehen wir eine Aufwärtsbewegung. Jawohl, wunderbar. Gehen wir mal nicht unbedingt auf Minutenbasis, gehen wir da auch mal fairnesshalber auf 15 Minuten und dann sehen wir, toll, eine Aufwärtsbewegung, aber guckt euch die an. Ist das wirklich das Überzeugende, was wir am liebsten haben? Ich finde es nicht überzeugend. Insofern bin ich da mit der Aufwärtsseite noch nicht mega glücklich, aber wer weiß das. Aber wenn wir hier auf der Unterseite irgendwas triggern, hier zum Beispiel ein letztes Zwischentief hier 4.400 beispielsweise, ganz grob, guckt selber nochmal nach. Hier jetzt auf den Future gerechnet, dann wäre das sicherlich erstmal noch ein Zeichen, dass wir auch nochmal dieses Tief hier durchstoßen. Aber ihr seht schon, es ist so ein Hangeln von Tief zu Tief, von hoch zu hoch, so mehr oder weniger, weil eben nicht das richtige Festlegen jetzt da ist, dass einer sich da entscheidet und sagt, so, jetzt nehmen wir mal hier das Heft in die Hand und jetzt marschieren wir da einfach mal los. Der Nasdaq-Index ist da noch fast mit am weitesten. Auch der ist zwar nicht so 100% glücksbringend, wenn man sich das mal auf dem Weg nach oben, aber immerhin, er kriecht nach oben. Da ist er da deutlich besser als die Standardwerte. Also die Aufwärtsrichtung, die scheint im Moment zu gelten. Wenn man hier aber so das letzte Ende anguckt, hat man hier auch den Eindruck, na, ist vielleicht mal wieder Päuschen dran. Wenn das aber wieder so aussieht wie diese hier, ja, dann Fortsetzung. Was soll man groß sagen? Es ist ein Aufwärtsmarkt. Ja, er hat aber nicht die ganz große Lust. Ja, auch das stimmt wohl. Aber Abwärtsdruck gibt es nun überhaupt nicht. Ja, auch das stimmt wohl. Insofern latent weiterkaufen ist da vielleicht noch die cleverste Art und Weise, bis dann irgendwo mal ein Schub abgelöst wird. Also die Aufwärtsbewegung durch einen Schub abgelöst wird. Der dann suggeriert, dass die Abwärtsrichtung dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiter fortschreitet. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch so einen Riesenanstieg, den wir jetzt hier hatten, der braucht und darf auch gerne mal einen Rücksetzer haben. Das wäre überhaupt gar kein Drama, auch wenn er sich jetzt eben noch nicht abzeichnet. Aber früher oder später wird sowas in der Richtung kommen. Das ist nichts Schlimmes. Ich weiß, ich werde häufig dann gescholten. Ja, hier, das sind doch Dips. Ja, das mag schon sein, aber wen sowas stört im eigenen Portfolio, der muss dann eben entsprechende Gegenmaßnahmen machen, um dieses Format nicht ausleben zu müssen. Der muss dann vielleicht den Stop ein bisschen enger nachziehen. Das kann sowas wie der Supertrend, der Parabolik sein. Der zieht dann ja nach, tapfer, und solange es läuft, ist gut, und wenn nicht, dann nicht. Dann fliegt man da raus und kann dann später gegebenenfalls gucken, dass man da wieder reinguckt. Aber insgesamt immer noch ein Aufwärtsmarkt. Und selbst wenn wir nur sowas bekämen, wäre das noch nicht notwendigerweise das Ende, sondern einfach ein Päuschen innerhalb dieser klassischen Aufwärtsdynamik.
Gute Aussichten also, was die Indizes angeht. Ich denke mal, dabei sollten wir es jetzt heute belassen. Zumindest mal für die Indizes jetzt in diesem Augenblick gibt es nicht wirklich viel mehr zu erzählen. Alles andere werden wir uns natürlich angucken, zum Beispiel mit weiteren Nachrichten, die ich ja dann aufs Telegram schicke. Im Zweifelsfall anmelden für Born for Trading. Wer es noch nicht getan hat, kann das ja mal spaßeshalber ausprobieren. Ansonsten sehen wir uns gleich nochmal in den Märkten und wahrscheinlich morgen dann, wenn es dann spannend wird, 14.30 Uhr, wenn die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten auf den Tisch kommen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.